Hallo meine lieben Freunde und lieben Zuschauer und willkommen zu meinem neuen Projekt, Dear Esther. Ein Spiel, das mir von einem Freund empfohlen wurde. Also ja, ein Spiel ist es ja wirklich nicht. Es ist mehr so eine Art interaktiver Film. Das heißt, es wird eine Geschichte erzählt und an uns liegt es sozusagen, der Geschichte beizuwohnen und die Gegend hier zu erkunden. Und er hat zu mir gesagt, das wäre ein echt gutes Spiel, wenn man so auf Atmosphäre und ja, einfach mal auf was so Ruhigeres so ein bisschen Wert legt. Und ja, ich würde sagen, fangen wir doch mal gleich zusammen an, Dear Esther zu erkunden. Los geht's. Liebe Esther, manchmal habe ich das Gefühl, als ob ich diese Insel hervorgebracht hätte. Irgendwo zwischen dem Längengrad und Breitengrad öffnete sich ein Spalt und sie strandete ungefähr hier. Egal, wie sehr ich dies in Bezug setze, sie verharrt als Singularität, als das Alpha in meinem Leben, das sich jeglicher Annahme entzieht. Ich kehre jedes Mal zurück und hinterlasse frische Markierungen, die, so hoffe ich in meiner blendenden Hoffnungslosigkeit, in der Zwischenzeit zu neuer Erkenntnis erblüht sein werden. Also man könnte eigentlich fast schon meinen, dass das hier so ein bisschen wie ein Horrorgame ist. Also ich weiß eigentlich überhaupt nicht, um was es hier drin geht. Ich werde nur schnell schauen, ob ich den Untertitel auch ausschalten kann. Lautsprecher, Untertitel. Kein, fertig. Okay. War da oben was? Da kommt man nicht hoch. Oh, hier steht was. Kann ich nicht lesen. Ich könnte schwören, dass... Ich habe doch was gehört. Okay, gut. Vielleicht haben wir hier hinten noch was zu sehen? Gehen wir mal weiter. Also er hat mir noch ein paar Sachen erzählt gehabt. Hier ist wieder diese komische leuchtende Farbe. Auf jeden Fall, wir sollen nicht zu lange an einem Ort verweilen. Er hat gesagt, lauf einfach mal durch die Gegend und folge der Geschichte. Wollen wir unten oder oben lang? Gehen wir oben lang. Ich frage mich, ob man hier frei auf der Insel rumlaufen kann oder ob es hier einen festen, vorgegebenen Weg gibt. Und ich weiß auch überhaupt gar nicht, wo wir hin müssen. Das erinnert mich immer an die Nordsee irgendwie hier. Oh, hier kommt... Kommen wir hier lang? Ja. Früher als kleines Kind haben wir immer Urlaub an der Nordsee gemacht. Donnelly und, berichtete über die Legende vom Einsiedler. Ein heiliger Mann, der die Einsamkeit in ihrer reinsten Form suchte. Angeblich ruderte er vom Festland hierhin mit einem Boot ohne Boden, sodass alle Meereskreaturen in der Nacht hervorkommen und mit ihm reden konnten. Wie enttäuscht er doch von ihrem Geschwätz gewesen sein muss. Vielleicht hätte er heute seinen Frieden gefunden, wenn nichts als Müll aus den Tankern das Meer heimsucht. Sie sagen, er breitete seine Arme weit aus in einem Tal auf der Südseite und die Klippe öffnete sich, um ihm Unterschlupf zu bieten. Sie sagen, er starb an Fieber, 116 Jahre später. Die Hirten hinterließen für ihn Geschenke am Eingang der Höhle, aber Donnelly verzeichnete, dass sie nie behaupteten, ihn gesehen zu haben. Ich habe die Höhle besucht und meine Geschenke abgelegt, aber wie bei den anderen scheine ich, ob seiner Einsamkeit ein unwürdiges Subjekt zu sein. Okay, das war eben gerade auf jeden Fall diese Höhle, wovon der geredet hat. Ich muss mal schnell nachschauen. Also man...
nach oben schwimmen. Man kann auch schwimmen. Also man kann tatsächlich nicht springen. Man kann nicht springen. Oh, okay, jetzt bin ich runtergefallen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Das erinnert mich immer so an die Nordsee. Wir haben da oben immer Urlaub gemacht, jedes Jahr, als wir klein waren. Drachensteigen am Strand und ja. Wie gesagt, eben gerade die Höhle, die wir gesehen haben, das war auf jeden Fall bestimmt die Höhle, wovon der uns erzählt hat, hier der Erzähler. Und ja. Ich frage mich, ob wir da irgendwie hinkommen. Diese Inseln in der Ferne, da bin ich mir sicher, sind nicht mehr als die Relikte einer anderen Zeit. Schlafende Riesen, schlafwandelnde Götter, die sich für einen letzten Traum hinlegten. Ich wische den Sand von meinen Lippen und greife fest mein Handgelenk, fester als je zuvor. Meine schüttelnden Arme werden mir nicht bei meinen vergänglichen Tagebüchern helfen. Also es scheint auf hier ist was gezeichnet am Boden. Keine Ahnung, was das ist. Also es scheint auf jeden Fall ein etwas, wie soll ich sagen, ich glaube düsteres Spiel zu sein. Und ja, entschuldigt, wenn ich nicht gerade zu viel rede, weil ich glaube, hier in dem Spiel geht es halt wirklich hauptsächlich um die Atmosphäre. Ich habe das Ladungsverzeichnis des Schiffes, schrumpelig und durchtränkt, in einem Versteck unter den Farbdosen gefunden. Es sagt mir, dass mitsamt dieser vorhandenen Fracht es eine große Menge an säurebindendem Joghurt gab, der für den europäischen Markt gedacht war. Sie müssen ins Meer hinausgeschwemmt worden sein. Gott weiß, dass hier keine Möwen oder Ziegen da sind, um sie zu essen. Das sieht von einem Auto aus. Als wäre das hier die Klippe runtergefallen. Aber nur, ich glaube, das ist eine Achse, oder? Nur die ist übrig. Kann man hier weiterlaufen? Nee. Gut, ich will jetzt auch nicht in das Wasser rein. Dann würde ich vorschlagen, laufen wir doch mal da hinten den Weg hoch, oder? Also ich glaube, hier geht es wirklich darum, einfach nur wirklich sich alles anzugucken und die Insel so ein bisschen zu erkunden und dabei auf die Geschichte zu hören. Ich glaube auch nicht, dass so ein Spiel besonders lang geht. Ich werde mal gucken. Ich nehme das, wenn es... Ich probiere das mal an einem Stück aufzunehmen, wenn es nicht zu lang geht. Und werde das dann in verschiedene Parts, 2, 3 Stück unterteilen einfach. Okay. Also ein paar Geräusche sind trotzdem schon recht gruselig. Vorhin habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, auch noch wegen Blameless, was ich gespielt habe, das Projekt vorher, dass irgendwie dann gleich um die Ecke irgendwas kommt, ich weiß nicht. Aber das ist ja eigentlich gar kein Horror-Game. Glaube ich. Wobei ich schwören könnte, dass ich vorhin was in dem Haus gesehen habe. Na, gehen wir mal weiter. Von da sind wir gekommen, ne? Genau. Ich würde gerne in diese Höhle rein, wo wir vorhin gesehen haben. Und was ist das für ein Licht da hinten? Müssen wir da hin? Ich laufe einfach mal in die Richtung. Der Berg ist eindeutig der Blickpunkt dieser Landschaft. Er erscheint fast so gut platziert, als ob er künstlich wäre. Ich sehe mich, wie ich mich einfach in einen wahnhaften Zustand begebe. Ich schreibe allem hier eine Bestimmung, ein absichtliches Motiv zu. Wurde diese Insel während des Aufpralls gebildet, als wir aus unserer Verankerung herausgerissen wurden und die Sicherheitsgurte unsere Brust und Schultern wie Autobahnspuren einschnitten? Kam sie genau dann an die Oberfläche? Okay. Also es ist ein bisschen schwer herauszufiltern, was der mit dem Text uns sagen will. Wenn jemand gestorben war oder im Sterben lag oder sehr krank war, gaben sie die übrige Hoffnung auf, die sie noch opfern konnten, und schnitten parallele Linien auf der Klippe ein und enthüllten dabei den weißen Kalk unter ihr.
Mit den richtigen Augen konntest du sie vom Festland oder von den Fischerbooten aus sehen und wissen, ob du Hilfe holen solltest oder eine Schutzsperre verhängst und eine Generation lang wartest, bis die Seuche, die die Klippenpfade beschlichen hatte, zusammen mit ihren Wirtskörpern gestorben war. Meine Linien sind dazu da, mir jeden potenziellen Retter vom Leib zu halten. Die Infektion beschränkt sich nicht einfach auf den Körper. Also, ist irgendjemand infiziert? Ist die Insel irgendwie krank? Ich weiß nicht, auf jeden Fall diese Linien in dem Felsen, laufen wir mal hier lang. Vielleicht kommen wir da zu dieser Höhle. Diese Linien in dem Felsen, die haben wir ja gesehen, wo wir die Autoachse unten gefunden haben. Und er hat ja eben gerade auch irgendwas von einem Autounfall, glaube ich, gesagt. Sie waren gottesfürchtige Menschen, diese Hirten. Es gab keine Liebe in der Beziehung. Donnelly erzählt mir, dass sie eine Bibel hatten, die abwechselnd herumgereicht wurde. Sie wurde von einem Mönch gestohlen, der sie 1776 besuchte, 2 Jahre bevor die Insel vollkommen verlassen wurde. Haben sie in der Zwischenzeit, frage ich mich, Kapitel und Verse den Steinen und Gräsern zugeordnet, sodass die Geografie mit einer überlagerten Bedeutung markiert wurde? Dass sie tatsächlich die Bibel begehen und ihre Widersprüche bewohnen konnten? Oh, also es ist echt schwer rauszuhören, was er uns mit dem Text sagen möchte. Muss ich jetzt... Oh, da ist die Höhle, die wir gesehen haben. Gehen wir mal gucken, oder? Ich hoffe, dass meine Tastatur nicht allzu sehr stört. Da hinten ist noch ein... Liebe Esther, ich traf Paul. Ich machte eine eigene kleine Pilgerreise. Mein Damaskus, ein kleines Doppelhaus am Stadtrand von Wolverhampton. Wir tranken Kaffee in seiner Küche und versuchten, uns besser zu verstehen. Obwohl er wusste, dass ich nicht wegen einer Entschuldigung, Begründung oder Vergeltung gekommen war, wand er sich in Panik, klar und deutlich hochgeworfen von seiner eigenen verbeulten Motorhaube. Verantwortung hat ihn alt gemacht. Wie wir hat er bereits jede denkbare Grenze des Lebens überschritten. Da kommen wir dann hoch. Zu dem... Wollen wir danach noch zu dem Schiff gehen? Da, bei dem Leuchtturm, da haben wir, glaube ich, gestartet. Ich breitete meine Arme weit aus und die Klippe öffnete sich vor mir. Sie wurde zu einem ruppigen Hain. Ich versetzte mein Eigentum von der Hütte auf den Berg und versuchte stattdessen hier zu leben. Es war kalt in der Nacht und das Meer floss in den Eingang bei Flut. Um den Gipfel zu besteigen, musste ich mich zuerst in noch tiefere Venen der Insel wagen, wo die Signale vollkommen blockiert sind. Nur dann werde ich sie verstehen, wenn ich auf der Spitze stehe und sie in mich hineinfließen. Wenn ich auf der Spitze stehe. Also, wir müssen irgendwo hoch. Ich weiß nicht, vielleicht müssen wir irgendwo hoch. Oh. Ich habe irgendwo immer das Gefühl, dass das so Blutspuren sind. Also hier haben wir auf jeden Fall Kleider. Eine Krawatte, eine Hose. Okay. Und hier ist diese Farbe. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Das könnte ein Baum sein. Aber die anderen Sachen, ich weiß nicht. Okay, hier ist anscheinend... Das war jetzt die Höhle, die wir gesehen... Ja, von da hinten. Ganz da hinten seht ihr das Loch da? Von da sind wir gekommen. Wir können jetzt höchstens nochmal probieren, zum Schiff zu gehen. Kommen wir hier über das Wasser drüber? Oh ja. Nee. Oder? Doch. Oh. Einen Moment. Ich möchte schnell mal gucken, wie man schwimmen kann. Nach oben schwimmen. Tun wir doch mal da schnell H rein. Fertig. Spiel fortsetzen. Okay. Komisch, dass die Taste gar nicht erst belegt war. Die Frage ist natürlich, ich glaube, wir sollen da überhaupt gar nicht hin zu dem Schiff. Oh, ist gruselig irgendwie unter Wasser. Ich habe allgemein immer so ein bisschen Probleme mit tiefem Wasser. Ich gehe auch ganz ungern schwimmen im See oder so. Im Meer schon gar nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter, oder?
Da ist schon wieder dieser Turm. Was ist das, ein Radioturm oder sowas? Ich glaube, wir müssen fast dorthin, oder? Weil den sieht man halt die ganze Zeit blinken. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Aber wie gesagt, es ist eher wirklich eine düstere Geschichte. Da geht's mehr um Tod. Die Vegetation hier ist von den Wurzeln aus versteinert. Zu denken, dass sie hier einst Tiere weiden ließen, die Überbleibsel der Bewohnung als Beweis. Alles ist sterbenskrank. Das Wasser ist zu verschmutzt für die Fische, die Luft ist zu dünn für die Vögel und die Erde ist durch Knochen von Einsiedlern und Hirten zerschnitten. Ich habe gehört, dass menschliche Asche ein guter Dünger sei, dass wir einen großen Wald säen könnten mit dem, was alles noch von den Hüften und dem Brustkorb übrig ist. Genug da, um die Luft zu verdicken und die Bucht wieder zu besiedeln. Diese Steine sehen auch nicht normal aus hier. Da sind wieder... Sieht so ein bisschen aus wie eine chemische Formel, oder? Eine Zusammensetzung, ich weiß nicht. Oh, da oben entspringt das Wasser. Und da führt auch ein Weg lang. Vielleicht sollten wir mal da oben langlaufen. Kommen wir da überhaupt hoch? Doch, oder? Ja. Nein. Nein. Nee, da sollen wir nicht lang. Also wie gesagt, es geht halt hier wirklich mehr so um... Tod. Seuche. Ein bisschen traurig, glaube ich, die Geschichte. Aber ich habe halt immer noch ein bisschen so meine Probleme da. Etwas rauszuinterpretieren. Warum wir jetzt zum Beispiel auf der Insel sind und wer diese Esther ist. Okay. Liebe Esther, ich bin nun die M5-Strecke zwischen Exeter und Bristol über 21 Mal gefahren. Aber obwohl ich all die Berichte und all die Zeugenaussagen habe und sie mit Querverweisen auf einen Millimeter genau dank meines Messtischblattes versehen habe, kann ich die Stelle nicht ausfindig machen. Man würde denken, dass dort Markierungen sein würden, um irgendwie als Beweis zu dienen. Sie ist irgendwo zwischen der Abzweigung nach Sandford und den Welcome Break Services. Obwohl ich sie immer in meinem Rückspiegel sehen kann, bin ich bislang unfähig geblieben, zu landen. Danach untersuchen wir auf jeden Fall mal dieses Schiffswrack da unten. Vielleicht gibt es da neue Anhaltspunkte. Da ist doch was. Da rechts. Aber bin ich jetzt blöd? Ich habe doch da was laufen sehen, oder? Gehen wir mal gucken. Eine hier, erfundene hinten links. Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Die Reifen sind platt. Das Lenkrad dreht locker durch und die Bremsflüssigkeit floss wie Tinte auf diese Landkarte, die Landmarken befleckend um den Küstensaum zum Verstummen bringend gefährdet. Wo du Galaxien sahst, sah ich nur Wunden, die die Klippe einschneiden dank meiner fehlenden Nüchternheit. Ich könnte schwören, ich habe hier einen hinterlaufen sehen. Jetzt finde ich es doch ein bisschen gruselig. Okay. Also. Wieder halt Autounfall, ne?
Ihr müsst mal mit die Augen offen halten, wenn ihr mal was seht. Falls ich was übersehe, schreibt es mal in die Kommentare. Oh, der ist ja um einiges näher gekommen. Boah, was ein Schiff. Ich glaube, hier kann man nicht wirklich was erforschen, oder? Bei den Schiffswrackteilen kommt man hier noch lang? Vielleicht hier drinne was? Von da sind wir gekommen, oder? Genau, dann sind wir darüber gelaufen. Schwören, dass ich da was gesehen habe. Genau da hinten, auf dem Hügel hinter dem Schiff, wo wir eben waren. Na okay, gehen wir mal weiter. Aber hier ist auch... Aber auch keine Menschenseele zu sehen auf der Insel. Ist das ein Schmetterling? Oder ist das nur hier herumwirbelnder Dreck? Weil echt kein Leben hier zu sehen. Könnte ein Schmetterling sein. Wer weiß das schon? Was haben wir hier? Da muss ein Loch im Boden des Bootes sein. Wie sonst hätten neue Einsiedler ankommen können? Da steht was. Kann ich natürlich wieder nicht lesen. Müssen wir dem Pfeil folgen hier? Nee. Über die Steine auch nicht. Was sind denn das für Zeichen? Na, wie es aussieht, müssen wir doch da hinten lang. Ich hatte Nierensteine und du besuchtest mich im Krankenhaus. Nach der Operation, als ich immer noch zur Hälfte in die Narkose versunken war, verschwammen deine Silhouette und deine Stimme. Nun sind meine Steine zu einer Insel geworden und sind entkommen. Und du wurdest undurchsichtig gemacht durch den Wagen eines Betrunkenen. Also ist sie gestorben? Weil sie, also Esther ist, sie wurde undurchsichtig gemacht. Meint er damit, dass sie gestorben ist, weil sie wurde überfahren? Ist es das, was Paul durch seine Windschutzscheibe sah? Nicht Lots Frau über ihre Schulter blickend, aber eine Narbe am Hang, schwarz, nachlassend, für immer. Ich glaube, du hast sehr, sehr viel doppeldeutig gemeint. Ich hatte auch mal Nierensteine gehabt. Ach, nicht zu empfehlen. Beziehungsweise nicht so schön gewesen. Also spielen wir anscheinend... Boah. Ich habe mit dem Erklimmen des windstillen Abhangs auf der Westseite begonnen. Die untergehende Sonne war ein entzündetes Auge, das sich zudrückte gegen das Licht, das von den Ärzten einstrahlte. Mein Nacken schmerzt vom ununterbrochenen Recken meines Halses, um das Licht der Antenne zu verfolgen. Ich muss nach unten schauen, dem Pfad unter der Insel nach einem neuen Anfang folgen. Das hat jetzt zum Sound gehört, oder? Zu der Musik. Ja, das gehört zu der Musik. Oh.
Die Hütte wurde ursprünglich Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet. Um die Zeit wurde das Schafehüten zu einem Beruf formalisiert. Der erste gewöhnliche Hirte war ein Mann namens Jacobsen, aus einer Abstammung wandernder Skandinavier. Er war unter Festlandbewohnern nicht als ein Mann der Fortpflanzung angesehen. Er kam hier jeden Sommer her, während er die Hütte baute, letztlich in der Hoffnung, dass er sich als Mann mit Eigentum eine Frau und damit eine Erblinie sichern würde. Donnelly verzeichnet, dass es nicht geklappt hat. Er fing eine Krankheit von seinen unzufriedenen Ziegen ein und starb 2 Jahre, nachdem er sie vollendet hatte. Für ihn schnitt ebenfalls niemand weiße Linien in die Klippe. Als die Petroleumlampen ausgingen, nahm ich keine Taschenlampe, sondern benutzte das Mondlicht, um weiterzulesen. Sobald ich die letzten Sinnschnipsel eingesogen habe, werde ich Donnellys Buch von den Klippen aus hinunterwerfen. Und vielleicht mich ebenfalls. Vielleicht wird es in den Höhlen angespült und aus dem Brunnen ausbrechen, wenn der Regen kommt, seine Rückkehr zu der Höhle des Einsiedlers machen. Vermutlich wird es auf den Tisch zurückkommen, wenn ich erwache. Ich denke, ich habe es mehrere Male zuvor in das Meer geworfen. Also überlegt sich der Protagonist hier, sich umzubringen, der, den wir gerade spielen. Also seine Frau, ich nehme mal an, dass Esther seine Frau wahrscheinlich war. Überfahren wurde sie von einem Betrunkenen vielleicht. Ich glaube, diese Insel spiegelt so gerade das Leid vielleicht von dem Protagonisten wieder. Weil da auch diese Autoschrottteile waren, die Kleider in der Höhle. Ich weiß nicht. Laufen wir mal weiter. Aber schöne Musik. Also besser als die von eben auf jeden Fall. Die war schon recht gruselig. Oh, jetzt geht's wieder runter. Ey. Ihr könnt nochmal zurückspulen. Guckt euch diese Höhle hier, dieser Höhleneingang. Genau dann, wenn ich hingucke. Ich könnte schon wieder schwören, dass ich da was gesehen habe. Dass sich da was bewegt hat. Wenn ich das aufnehme, dann gucke ich mir das an. Also entweder werde ich hier verarscht. Oder ich bin total am Halluzinieren. Wir haben es jetzt auch schon kurz vor 2. Aber trotzdem, ich könnte... Ich würde fast drauf wetten, dass sich da was bewegt hat. Was soll man von Donnelly halten? Vom Laudanum und der Syphilis. Es ist klar, dass er nicht so anfing, aber ich bin unfähig gewesen herauszufinden, ob ersteres das Resultat seines Besuches dieser Insel war oder die Antriebskraft, hierher zu kommen. Bezüglich der Syphilis kann ich nur mein Mitleid zeigen. Ein betrunkener Fahrer zertrümmerte seine Innereien zu Brei, während er auf diesem Faden taumelte. Wir sind alle Opfer unseres Alters. Meine Krankheit ist der innere Verbrennungsmotor und die billige Gärung von Hefe. Kann es sein, dass wir auch krank sind? Also der, den wir hier spielen? Sie fanden Jacobsen im Vorfrühling. Das Tauwetter hatte gerade begonnen. Auch wenn er fast 7 Monate tot gewesen war, war sein Körper bis zu den Nerven eingefroren und hatte noch nicht einmal begonnen zu verwesen. Er hatte sich den halben Weg des Klippenpfads nach unten abgemüht, vielleicht auf der Suche nach einer verlorenen Ziege, oder vermutlich fantasierte er im Delirium und starb, zu einer Klaue geringelt, gleich unter dem Wintermond. Sogar die Tiere mieden seine Leiche. Die Festlandbewohner dachten, sie nach Hause zu bringen sei unglückselig. Donnelly behauptet, sie zogen sie zu den Höhlen, um aufzutauen und zu verrotten, aber er erweist sich als unzuverlässiger Zeuge. Okay. Also das ist jetzt schon das dritte Mal eben gerade gewesen bei der Höhle, dass ich das Gefühl... Also ich habe aber höchstens nur das Gefühl... Beim Runterklettern zu den Höhlen rutschte ich aus und fiel und verletzte mein Bein. Ich denke, der Oberschenkelknochen ist gebrochen. Er ist eindeutig infiziert. Die Haut entzündete sich zu einem hellen, vollen Pink.
Der Schmerz bricht in Wellen über mir zusammen. Wintergezeiten gegen meine Küstenlinie. Den Schmerz meiner Steine überdröhnen. Ich rang um eine Rückkehr zur Hütte, um mich zu erholen. Aber mir war klar, dass da nur eine Möglichkeit war, wie es wahrscheinlich enden würde. Die Medikamente, die ich aus dem Fischdampfer plünderte, erhielten auf einmal ihren Zweck. Sie werden mich luzide halten für meinen letzten Aufstieg. Also wie gesagt, hier ist ein Koffer. Boah, eben gerade die Musik wieder extrem gruselig.